meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Okay, ich würde sagen, erstmal wird heute das Gewinnspiel ausgelöst. Also, wenn ihr heute ein ganz, ganz liebes Kommentar... Okay, wir gehen erstmal natürlich schlafen. So, wir werden... Obwohl, wir haben doch drüben ein ganz cooles neues Schlafzimmer gemacht. Wir gehen in das neue Schlafzimmer, das andere ist doch gar kein Schlafzimmer mehr. So, Pandi, du kannst dich erstmal da oben hinlegen. Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen werden? Und zwar, wir werden jetzt noch ein kleines Schiff hier, ein kleines Dings hier unten hinlegen. Ein kleines Bett. So, Schlafzimmer, Betten. Oh nein, das ist gar nicht die Betten für die Kinder. Wo sind die denn nochmal drinne? Ich weiß nicht mehr, wo die Haustiere. Ah, wahrscheinlich hier. Okay. So, dann gucken wir mal. Das ist natürlich auch ein schönes Bett. Ist das nicht sogar schon fast cooler als das andere? Das hat halt eine Rutsche. Okay, wir müssen das Bett leider verkaufen. Verkaufen. Pandi, es tut mir leid. Nur ich möchte unbedingt eine Rutsche haben. Okay. So. Dann lassen wir das einfach so stehen. Okay, perfekt. Dann lege ich mich mal schnell schlafen. Dann können wir auch die Zockerecken ein bisschen anders stellen, würde ich sagen. Und die Rutsche ist ja echt mega cool. Da einmal eine Treppe und an der Seite noch eine Rutsche. Das ist wirklich, wirklich ein cooles Bett, muss ich sagen. Hier kann ich sogar auch pennen. Das ist ein Doppelkinderbett. Wie cool ist das denn? Das ist mega cool. Okay, okay, das ist wirklich richtig, richtig cool. Dann würde ich sagen, wird das hier ein Doppelkinderbett. Das stellen wir mal hier rüber. Okay. So, das stellen wir mal hier hinten in die Ecke. Okay, Pandi, du kannst hier da liegen bleiben. Du belegst auf dem PC. Okay. Pandi auf dem PC am Schlafen. Sehr schön. Okay. Dann können wir den hier auch nochmal rüberstellen. Können wir dazwischen stellen? Nee. Also. Okay. Lassen wir erstmal so stehen. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier müssen wir nochmal einen Stuhl hinstellen. Das können wir dann auch so machen. So. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen cooler aus. Dann stellen wir hier auf jeden Fall auch noch mal was. Ist es einfach eine Hüpfburg? Nein, es ist ein Bett. Okay. Dann würde ich sagen, setzen wir noch mal ganz schnell hier was zu essen hin. So, können wir das hier setzen? Aber das passt nicht. Da kommen wir ja gar nicht mehr aufs Bett. Okay. Dann würde ich sagen, stellen wir es einfach da hinten in die Ecke. Da ist erstmal nicht schlecht. Dann lassen wir das mal stehen. So. Dann gucken wir mal, was können wir denn noch hinstellen? So, Donut Shop. Oh, lecker Donuts. Guck mal, hier so eine coole Donut Couch. Vielleicht sollten wir die Donut-Couch lieber da vorne in die Ecke stellen. Okay. So. So, die lassen wir die da stehen. Aber eigentlich ist sie nicht so cool. Wir verkaufen sie wieder. Wir lassen es lieber. Donut-Brunnen. Oh, yeah. Oh, das ist richtig cool. Was können wir denn noch nehmen? So. Ah, guck mal hier. Lichter. Die ist auch sehr schön. Die stellen wir dann mal hier zwischen. Und dann nochmal. Oh yeah, das sieht auch schon mal schön aus. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber auf jeden Fall, komm mit, Pandi. Wir müssen jetzt nochmal schnell oben die ganzen Sachen machen.
Komm mit. Oh nein, das klappt ja immer nicht. Ich weiß nicht warum. Bei dem Haus klappt es irgendwie nie. So, Pandi, ich beschwöre dich nochmal neu zu mir. Pandi, sei da. Okay. Schönes. Schön direkt neben dem Haus. Wir haben mittlerweile auch uns jetzt schon 19 Tage am Stück eingeloggt. Der absolute Hammer. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, wie oft ihr euch schon eingeloggt habt. So. Okay. Wo können wir am besten als erstes hingehen? Ich würde sagen, zur Wasserparty, zur Wasserschlacht. Vielleicht haben wir da ja noch was zu trinken und was zu essen für uns dabei. Hey, wake up. Okay. So. Dann einmal für dich was zu essen. Okay, dann würde ich sagen, nach der Poolparty gehen wir erstmal mal kurz nach Hause. Genau, übrigens, was ich fast vergessen hätte, das Gewinnspiel. Und zwar, wir werden diese White Potion verlosen. Jetzt müsst ihr aufpassen. Ich werde zwei Zahlen nennen in dieser Folge. Und zwar das ist einmal die Zahl 22. Und ganz zum Ende werde ich nochmal eine Zahl nennen. Und wenn ihr die beiden Zahlen in die Kommentare geschrieben habt, dann seid ihr damit verdings, dann schreibt ihr mir noch euren Roblox-Namen. Das ist sehr wichtig. Und ihr müsst mir eine Freundschaftsanfrage auf Roblox gestellt haben. Das ist Linus hat Freunde. Also es sind drei Bedingungen, weil sonst kann ich es euch nicht schenken. Sonst finde ich euch ja vielleicht nicht. Also, ihr müsst euren Roblox-Namen und unter das Video schreiben. Die beiden Zahlen. Und müsst mir eine Anfrage geschickt haben. Und, oder, wir machen es noch viel besser. Ihr schreibt die beiden Zahlen einfach in die Roblox-Gruppe. Okay, das ist sogar noch viel einfacher. Da braucht ihr jetzt gar nicht hier kommentieren. Und zwar, ihr schreibt einfach in die Roblox-Gruppe die Zahl 22 und gleich noch die andere Zahl, die gleich noch kommt. Aber das ist auch ein kleines Geheimnis. So, Panda, wir gehen zum Supermarkt. Wir schnappen uns schnell mein Auto und dann komme ich, und dann gehen wir was trinken, meine ich. Oh Mann. So, dann gehen wir hier rüber. Hey, wake up. Okay. Dann einmal was zu trinken kaufen. Kaufen. Und füttern. Okay. Dann kaufe ich mir nochmal eins. Sehr gut. Aber nochmal schnell was voll trinken. Okay. Wie gesagt, diese White Potion, ich zeige es euch nochmal, die jetzt hier gibt, die wird verlost. Morgen in dem Video werdet ihr schon sehen, wer sie bekommen hat. Also, ich werde euch heute Abend bzw. morgen Mittag eher anschreiben, so gegen 14 Uhr und oder 13, 14 Uhr und dann müsst ihr dann auch auf jeden Fall bereit sein und dann werden wir auch, meinetwegen gucke ich mir auch euer Haus noch an. Das ist dann noch eine kleine Überraschung dazu. Guckt mir euer Haus an, plus dann, dass ihr die Potion bekommt. So, wir gehen nochmal schnell schwimmen. Oh, hier hat aber jemand ein Riesenhaus. Mega cool. Das ist wirklich richtig cool. Da gehen wir nochmal kurz rein, gehen auch kurz duschen. Ich hoffe, jetzt ist die Tür offen. Oh Mann, warum machen das immer alle? Also, wenn ihr mal euer Haus euch vorne kauft, dann seid so nett und lasst einfach die Tür offen. Das darf doch nicht wahr sein, dass immer jeder die Tür zumacht. Oh Mann. Okay, jetzt gehen wir doch schnell rein, gehen nochmal schnell duschen und dann kommt auf jeden Fall die letzte Zahl. So. Okay, hoch. Hoch, Pandi, wo bist du? Übrigens, für alle, die sich fragen, wie weit es mit den Pandas ist. Prosteen, Teen, Preteen und Teen. Das heißt, den mache ich auch noch auf Teen und dann mache ich alle drei auf Prosteen. Und dann werden alle drei ausgewachsen. Und dann werden wir endlich den Panda haben. Ich denke mal, wenn wir so 5000 Abonnenten haben, dann schaffen wir das. Also dann, spätestens dann machen wir das. Ich glaube, das wäre das 5000 Abonnenten-Spezial. Also sobald wir die haben, wird das dann zu dem Panda. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Schreibt es mal super gerne in die Kommentare, ob es eine coole Idee wäre. Und jetzt kommen wir zur letzten Zahl. Und zwar, die letzte Zahl ist die 8. Das heißt, einmal die 22 und einmal die 8. Die schreibt ihr einfach einmal super, super gerne da bei mir in die Roblox-Gruppe.
und ich werde dann irgendwen zu meiner Freundesliste hinzufügen und der wird sie dann bekommen. Also, soweit ihr zum Beispiel seht, jetzt in meiner Freundesliste seid, dann werdet ihr bekommen. Okay, wie gesagt, schreibt mal super gerne in die Kommentare, ob es eine gute Idee wäre, das zum 5000 Abonnenten-Spezial zu machen mit dem Panda. Das sind ja ungefähr noch 2000 Abonnenten und das, denke ich mal, wird von der Zeit her ganz gut passen. Dann würde ich sagen, beenden wir für heute die Folge. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.